Leute, willkommen bei dieser Miniserie, in der ich für mich neue Getränke probiere. Vieles davon wird alkoholfrei sein, denn wir im Team verzichten alljährlich im Februar. Umso neugieriger bin ich denn, was es denn Interessantes und Gutes gibt. Und noch ist Januar und deshalb beginnen wir mit einem Bier. Sapporo. 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 Mit Bier kenne ich mich nur wirklich nicht aus. Ich weiß, dass Sapporo eine Stadt im Norden Japans ist und das Bier wohl auch im Original daherkommt. Wie aber viele asiatische Getränke werden die häufig unter Lizenz in Europa produziert. In dem Fall kommt das aus Irland. Wasser, Gerstenmalz, Gerste, Hopfen. Das ist schon mal gut. Kein Mais, Reis und Scheiß. Sieht aus wie Bier. Riecht wie Bier. Prozent Alkohol, wirkt auch ziemlich mild, ansonsten auch schwer von einem mitteleuropäischen Bier zu unterscheiden. Also große Überraschung ist es schon mal nicht. Discover the perfectly balanced taste that's irresistible to all, as you share rich moments with this masterpiece of the brewer's art. Naja, ich sag mal 6 von 10. Ist okay. Hanatsu. Panache. Hab ich schon mal gehört. Ich glaube, mich erwartet ein Radler. Gemacht in Portugal. Und wie nennt man so ein in Portugal produziertes Radler? Gutbier. Natürlich. Von Alkohol steht nichts drauf. Cheers. Radler, bisschen limettiger als bei uns und süßer. Surprise Level 2 von 10. Auf jeden Fall erfrischend, schmeckt ein bisschen künstlich. Was der Barkeeper nicht kennt, Score 5 von 10. America Cola. Aus Südamerika, aus welchem Land im Original, finde ich hier gar nicht raus, wird im Auftrag in Spanien produziert. Alright. Holy moly. Uiuiui. Das riecht in keinster Weise nach Cola. Puh. Das riecht einfach nur furchtbar. Was ein Gelb. Okay. Holy moly. Okay. Super süß. Super gummibärenmäßig und Kinderzahnpasta. Ja. Wonach soll das schmecken? Man weiß es nicht. Mmh. Nee. So ein bisschen. So Wackelpudding, bevor er fest wird. Bisschen Waldmeister. Ja, Waldmeister. Also überraschend war es auf jeden Fall. 8 von 10, überraschungsmäßig. Ansonsten, was der Barkeeper nicht kennt, Score 3 von 10. Nicht gut. Mm-mm. Umso neugieriger bin ich, was denn geschrieben wird.